Ein geschmückter, leuchtender, duftender Weihnachtsbaum ruft bei den meisten Menschen schöne Erinnerungen und weihnachtliche Gefühle hervor. Als Katzenhalter müssen Sie darauf selbstverständlich nicht verzichten. Es müssen lediglich ein paar einfache Vorkehrungen für Ihren Stubentiger getroffen werden und schon können Sie sich auch weiterhin an der Tradition des Weihnachtsbaumes erfreuen. Bei der Wahl des Baumes ist es am sichersten, wenn dieser auf die Nordmann-Tanne fällt. Diese Art hat sich als einzige als komplett ungiftig für Katzen herausgestellt. Andere Tannenarten und auch Kiefergewächse können zu Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen oder Durchfall bei Ihrer Katze führen. Steht das gute Stück erst einmal im Haus, wird ihn Ihre Katze nicht als Schmuck verstehen, er stellt vielmehr eine Art Abenteuerspielplatz dar. Deshalb sollten Sie zunächst für einen sicheren Stand des Baumes sorgen, um ein Umfallen zu verhindern, sollte Ihre Katze auf die Idee kommen, auf den Baum zu klettern oder daran zu kratzen. Ein stabiler Ständer mit Kindersicherung und gegebenenfalls eine Schnur zur zusätzlichen Befestigung des Baumes an der Wand sind dabei sehr hilfreich. Beim Weihnachtsschmuck sollten Sie zu Materialien wie Holz, Stroh oder festem, splittersicheren Plastik greifen. Glaskugeln sind eher ungeeignet, da diese zu Schnittverletzungen führen können, sollte doch eine Kugel zu Bruch gehen. Sollten Sie dennoch die ein oder andere Glaskugel verwenden wollen, gilt es, diese auf jeden Fall außer Reichweite für Ihre Katze und sicher befestigt an einem Ast des Baumes aufzuhängen. Auf Lametta sollten Sie beim Baumschmuck besser verzichten. Das Verschlucken kann nämlich zum Darmverschluss Ihrer Katze führen, was wirklich sehr gefährlich sein kann. Stattdessen könnten Sie beispielsweise auf Schleifen zurückgreifen, die sich fest und sicher an den Ästen befestigen lassen. Offenes Feuer stellt für Katzenhalter eine große Gefahr dar. Vom Einsatz von echten brennenden Kerzen als Baumschmuck ist deshalb in jedem Fall abzuraten. Nutzen Sie anstattdessen am besten schnurlose LED-Lämpchen. Diese können via Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden und es besteht zusätzlich keine Gefahr durch herunterhängende Kabel, wie es bei normalen Lichterketten der Fall sein könnte. Sollten Sie dennoch lieber eine Lichterkette verwenden wollen, achten Sie darauf, dass diese eng an den Ästen befestigt ist und keine Kabel herunterbaumeln, um ein Verheddern Ihrer Katze zu verhindern. Sollten Sie Ihren Weihnachtsbaum im Christbaumständer wässern, sollte dieses stehende Wasser für Ihre Katze auf jeden Fall nicht zu erreichen sein, um wiederum Vergiftungen vorzubeugen. Decken Sie das Wassergefäß beispielsweise mit einer großen Platte oder rundherum mit einem Kartonstück ab. Heruntergefallene Nadeln sollten Sie immer wieder aufkehren. Da diese für Ihre Katze unverdaulich sind, kann das vermehrte Verschlucken der Nadeln zu Problemen führen. Unter dem Weihnachtsbaum sind wir den Anblick von buntem Geschenkpapier und schönen Bändern gewöhnt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Achten Sie lediglich darauf, dass sich Ihre Katze nicht allein über das Verpackungsmaterial hermacht, um das Verschlucken und Verheddern darin zu verhindern. Es spricht nichts dagegen, mit Ihrem Stubentiger zusammen mit den Geschenkbändern zu spielen und Spaß zu haben, solange dies unter Ihrer Aufsicht geschieht. Beachten Sie diese einfachen Regeln, ist Ihr Weihnachtsbaum nicht nur schön festlich geschmückt, sondern dazu auch noch wirklich katzensicher. Der Grundstein für frohe, zufriedene Festtage zusammen mit Ihrer Samtpfote ist damit in jedem Fall schon einmal gelegt. Frohe Weihnachten!